spätestens, wenn die vierte Kerze brennt. Dann stellt sich die Frage, und was essen wir zu Weihnachten? Radio MTT hat hier einen Vorschlag, zumindest für eine Suppe. Eine, die ganz einfach sein soll, eine Maronensuppe. Maronen, eine Züchtung der Edel- oder Esskastanie. Und wie bei Züchtungen zu erwarten, sind Maronen größer und haben mehr Aroma als die einfache Edelkastanie. Maronen haben übrigens nichts mit den Kastanien in unseren Straßen und Parks gemein. Das sind Rosskastanien, Aesculus hippocastanum, ein Seifenbaumgewächs, klingt nicht bekömmlich. Selbst Pferde sollen sie nicht immer gut vertragen, aber das liegt wahrscheinlich auch an der Schale. Wir beschäftigen uns hier mit der Castanea sativa. So sieht die aus. Das ist ein Buchengewächs. Und wenn man genau hinsieht, hat die Esskastanie auch ganz andere Blätter, längliche Blätter. Und als die bekannte Rosskastanie, und es stecken oft mehrere Nüsse in dieser igelähnlichen Schale drin. Tatsächlich, es handelt sich um Nüsse, allerdings sind die hier glutenfrei und sie werden auch von Nussallergikern gut vertragen. Man kriegt die Edelkastanien, die Esskastanien im Augenblick für 9 bis 10 Euro das Kilo in Supermärkten. Allerdings hat man dann die Arbeit, dass man die Schalen noch entfernen muss. Ich bevorzuge daher dieses Produkt, ist etwas teurer, 200 Gramm, was weiß ich, 3, 4 Euro. Aber die sind schon gekocht und die Arbeit geht damit ganz schnell und der Geschmack ist auch wirklich hervorragend. Ja, und bei dieser Maronensuppe, die ich heute hier empfehlen möchte, ist mein Motto, keep it simple, mach's einfach. Und das hilft in der Regel, das Aroma am besten zu bewahren. Eigentlich geht es ja darum, das Aroma zu konzentrieren und zu steigern und nichts zu verfremden. Ich habe daher viele, viele Rezepte gelesen, habe mir Videos angesehen. Die meisten beginnen damit, Zwiebeln zu schnippeln. Dann kommen Gemüse- oder Geflügelfonds, vielleicht auch noch Weißwein, auch Portwein dazu. Ich fand das alles nicht den Geschmack erhaltend oder steigernd. Aber es gibt ja auch noch die Bibel der traditionellen Küche, den großen Larousse Gastronomique. Und hier gibt es eine ganz besondere Maronencreme, nämlich eine mit Gänsestopfleber, ein Rezept von Eric Bouchenoir. Das machen wir natürlich nicht, das wäre ja Tierwohl unethisch und auch richtig teuer, aber das Grundrezept der Suppe, das übernehme ich gern. Das ist Salzwasser, Kardamom und Sahne. Das ist simpel. Ein halber Liter Wasser und ein Teelöffel Meersalz. Ich habe es ausprobiert und so bleibt der Geschmack der Esskastanien am besten erhalten. Ich habe überlegt, noch Zucker dazu zu geben. Eine kleine Prise verbreitert normalerweise ein salziges Geschmackserlebnis. Aber Vorsicht, dann ist man zu schnell in der Nähe vom Maronencreme-Brotaufstrich. Kardamom ist ein tropisches Ingwergewächs, dessen Kapselfrüchte die kleinen schwarzen Samen enthalten, die zum Beispiel dazu dienen, im arabischen Mokka das Kaffeearoma zu überhöhen. Kann man so sehen, kleine grüne Kapseln. Und das funktioniert auch bei Maronen. Natürlich darf es nicht zu viel davon sein. Auf 200 Gramm Maronen werde ich Samen aus 2 bis 3 Kapseln mitkochen lassen. Geben wir dann jetzt, ja, ich sprudle in der kochende Wasser. Jetzt kommen die klein geschnittenen, ich habe sie etwas klein geschnitten, die Maronen hinzu. Und was machen wir, wenn es gilt, auf teure Zutaten zu verzichten, aber dennoch einen optischen und geschmacklichen Höhepunkt auf die Suppe zu setzen? Die Farbe der Suppe ist wie Milchkaffee. Da wäre ein Farbstoff wie E162 ein toller Kontrast. E162, auch Betamin genannt, das ist das Rot der roten Beete. Rote Beete sind auch ein Wintergemüse, passt also zum Jahresende, verwandt mit der Zuckerrübe und dem Mangold. Und wenn man sich beide Aromen vorstellt, dann kommt man fast schon auf diesen erdigen Geschmack.
Hier gebe ich nun noch etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer hinzu und als Bindung für diesen farbigen Klecks dient neutrales Sonnenblumenöl. Alles ohne Kochen. Das wird dann nachher kalt gerührt und kommt als Klacks obendrauf. Und schon ist es im wahrsten Sinne des Wortes passiert. Und dann kommt schließlich die Sahne hinzu. Sehr gut. Und wieder tritt der Passierstab in Aktion und innerhalb einer Viertelstunde ist die cremige Maronensuppe fertig. Milchkaffee. Und jetzt kommt das Topping. Ja. Die Farben weihnachtlich, die Aromen unverfälscht, nicht süß, trotzdem sehr gehaltvoll. Radio MTT wünscht guten Appetit. Thank you.